Einen schönen guten Morgen. Morgen. Ein paar Meter haben wir schon drinnen. Es herrscht, wir sind immer noch in Italien, die Hunde böen, die Sonne scheint, die Berge sind da und wir haben echt super Aussicht schon. Nach ein paar Minuten treten, muss man sagen. Richtig krasses Panorama. Richtig, richtig satt. Und für uns geht es heute auf den Bergkamm rauf, alte Militärstraße. Sollte recht eine coole Sache werden. Wie genau das Ganze jetzt verläuft, weiß ich noch nicht. Deswegen halten wir es jetzt noch ein bisschen bedeckt und übertreiben das Ganze nicht. Und ja, werden dann noch mal einschalten, wenn es dann wirklich soweit ist mit dem Ganzen. Ich kenne die Routen noch nicht. Das ist eine reine Explorer-Tour. Jetzt hoffen wir das Beste. Da hinten auf jeden Fall sieht man ganz versteckt drin einen Kuhn an. Der geht von Venzone rauf. Und ist auch ein Hammer-Trailberg. Richtig cool. Ja, und da euch, was ein bisschen bewölkt ist, ist eigentlich schon das Meer. Genau. Also wirklich eine coole Sache da drinnen. Ja, packen wir durch, oder? So, wir sind angekommen im Dörfi. Wir füllt noch mit Wasser auf, coole Wasserstück gefunden. Und was da total cool ist, die haben da eine Kost aufgebaut. Genau. Wir sind jetzt da eigentlich da im Monte Aperta. Und bei uns geht es jetzt eigentlich um 700 Öfer auf Richtung Monte Brinizza. Und wir sollten auf den Sattel mal kommen und wir sollen schauen, wie es weitergeht. Das ist unser Übernachtungsstuhl, da sind wir gewesen. War eine Hammergeschichte, total eingekaust. Und ihr seht, das ist eigentlich da echt total viel erschlossen und befestigt. Da sind wir raufgeradelt, da ist ein Wehr rauf. Und ganz eine coole Geschichte. Ausrichtung ist das Süden, also soll es relativ trocken sein. Da ist schon die Staatsgrenze Slowenien, wir sind hier im Grenzbereich. Und da hinten ist eigentlich das Valres, ja. Den haben wir auch schon mal gemacht, auf in so einem Block schon drinnen. Und da ist da dann echt krass viel Lost Places. Also wer sich da ein bisschen auf die Suche macht, findet einen Haufen. Aber es ist voll super. Normal. Natürlich mein E-Bike macht es natürlich mehr Fun. Aber mit normalen ist auch machbar. Voll super. Das Wetter spielt uns bis jetzt gut mit. That's the way, aha, aha, I like it. Wie seht ihr es? Wir sind schon gut weit herum.
Wir haben einen Hammerweg rauf. Schaut euch das einmal an. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Vicky macht eine Aufnahme für die Ewigkeit. Schaut euch einmal den Weitblick an. Sieht euch bis aufs Meer. Das ist ein Wahnsinn. Und da hinten ein Taglimento. Ja, den ballern wir wieder euch in den Trail. Und wir haben bis jetzt 100% aller Leute, was wir getroffen haben, waren Radlfahrer. Wir haben noch einen getroffen, das war ein Biker. Ja, und schaut einmal da an, was da in den Wachsen beim Aufgehen. Das ist Wahnsinn, oder? Oh, wir haben die fette Erde gesehen. Wachsesteil. Weiß ich auch nicht, es war groß. Zeitlang hat es mich aufgezogen. Und dann hat es eine Kuh gegessen, glaube ich, so groß. Also nichts groß, wesentlich. Nein, wunderschön, wunderschön. Da hinten draußen ist der Matajur. Zumindest mal das Bein, schauen wir sicher nichts. Da hinten ist der Matajur, den haben wir auch gemacht mit dem ewig langen Trail. Oh, ja. Der Trail wird sich halt nicht verstecken vom anderen. Ist einfach ein Trailmonster. Und unglaublich, was da geleistet worden ist. Man muss sich feststellen, die haben mit der Hand einfach da alles eingeschlagen. Für einen Krieg, der was eigentlich nichts Gutes war. Und 100 Jahre später kann mir einer aufdenkt. Und wirklich ein Wahnsinn. Ja, wettertechnisch, Bewölkung, 50-50 Chance, jetzt wird es wieder schattig. Sparen wir jetzt die Sonnencreme. Adler. Wo? Weiß. Sicher ist es gerade nicht. Ah, da hinten sind Adler, seht ihr es nicht? Da kreisen Mords Adler schon mal dumm. Das ist in dem Gebiet eigentlich typisch. Mehr Adler wie irgendwas, also nur noch edel. Ja, cool! Kerle vom Kreuz. Und der Weg wird einfacher. Das ist echt nur noch geil. Ja, auf jeden Fall. So die beeindruckendsten Kerle dazu. Wahnsinn. Jetzt, was da vorne ist, das Kreuz. Yeah! Wow, die ist auch verfahren. Ah, Sasa, ja. Wir haben es geschafft. Die Vicky ist müde. Nein, es war sowas von episch daufer. Und wir haben gesagt, Mann. Einer von den drei ist der, was uns am besten gegangen ist. Man ganz auffangen können, echt. Komplett. Und schaust du das Panorama mal Richtung Süden an. Das ist einfach malerisch. Da unten ist das Meer schon. Da hinten geht es dann der Glement dazu und Belunneuche. Kurnan. Dann der Berg kommen. Mit dem Kreuz. Jetzt muss ich umdrehen. Da hinten euch sieht man Kanin und die Julischen Alpen komplett, Valresia mit Ucea-Eiche. Und ganz zurückspitzt noch ein bisschen was außer vom Friaul. Da haben wir auch schon eine Überschreitung gemacht. Ja, Hammer Sache, würde ich sagen. War total eindrucksvoll. Wir fahren jetzt den gleichen wieder ab, weil ich jetzt den unten auch noch nicht kenne. Da kenne ich am Kleinen, haben wir jetzt aufgeschoben. Ins hat er da gar gefallen. Ist natürlich schwer, aber eine coole Sache. Aber wir haben schon wieder neue Touren entdeckt, weil da drüben geht es weiter. Aber da haben wir gesagt, wenn wir das mit dem E-Bike probieren, dann kann man A, das komplett fahren und B, die kompletten Gegenanstiege um mich auch noch machen. Und das ist dann echt wirklich, wirklich cool. Also, und haben wir es auch. Ist ein bisschen viel Schnee, ja, da ist dann umgedreht. Der Lena hat schon wieder umgedreht. Haben wir schon gewartet, was der tut, wenn wir kriegen oder ohne. Oh, gleich mal. Hat nicht lange gedauert. Gleich mal auch schon den Gang eingelegt, hast du schon wieder zurückgefunden. Boah, das Meer da unten. Krass. Das Meer siehst du viel gut. Siehst du es echt gut, ja. Ja, liegt nahe unten. Krass. Krass, krass. Na gut, es ist Anfang Juni.
There's something in the air.
Alles gut. Ausschauen, dass wenn so eine Bombe eingeschlagen hätte. Sein dort eigentlich nur das Umziehen vom Radl fahren. Und es war? Absolut geil. Wow. Es war Wahnsinn. Und lang. Es, aber krass, das ist der Weg, das war. Das ist von oben bis daher komplett durchgemauert mit der Hand. Das muss man sich mal feststellen. Das sind über 15 Kilometer Trail. Und wirklich ein Wahnsinn. Wow. Da stehen wir jetzt wieder. Ein bisschen weiter runter, wo wir übernachtet haben. Richtig nett da. Ihr seht es, ganz wenig super Verkehr, Parkplatz. Super Parkplatz, es ist Sonntag, bitte. So schaut es aus an einem Sonntag. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, wir sind ein Fan von der Gegend, Dacher.
Es ist einfach rauer, es ist einfach weniger, aber weniger ist in dem Fall einfach mehr. Ja. Mehr Trails, mehr Abenteuer. Uns gelang es eigentlich komplett. Das Einfache ist da perfekt. Und die Leute waren super entspannt am Berg. Die feiern es. Wir haben sogar 50% Übernächtigung gekriegt, ja, weil die so gefeiert haben. Werden wir euch dann berichten, wo das genau ist, wenn uns die Karten geben. Echt crazy. Und ja, in diesem Sinne, ja. Wir sind Aldente vom Geruch. Ich rieche mich schon selber, ist kein gutes Zeichen. Da hinten ist der Bach. Genau, hupfen da rein. Dann gibt es einen Cappuccino. Genau. Gerne was in die Kommentare, wenn es auch schon mal da war, oder gerne herfahren wollt. Oder es ist etwas. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Vorne dann Daumen nach oben. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.